Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Ja, in der letzten Folge haben wir dementsprechend den Zombie oben beim Bergwerk bzw. beim Holzfäller eingesetzt und beim Bergwerk haben wir jetzt einen Zombie. Das heißt, wir werden jetzt von beiden Seiten mehr oder weniger behindert. An der Stelle werden wir ungefähr jetzt dann dementsprechend auch weitermachen, aber ich würde mich auch gern wieder weiter mit den Quests beschäftigen, sodass wir doch irgendwann mal in Richtung Abschluss kommen, denn wir haben noch eine ganz... Haben die Gary verändert? Sah Gary nicht schlanker aus? Der ist mittlerweile viel fetter geworden, der gute Mann. Haben die den... Es gab mal wieder ein paar Patches. Haben die den Kopf verändert? Fällt mir gerade mal so auf. Könnte sein. So, finde heraus, was dem Roma-Baron über Esmeralda und ihr Kind weiß. So, hilf Schlange. Beim Ritual erreiche 20 an der dunklen Kirche. Okay, da brauchen wir einiges Material dafür erstmal. Die kriegen wir durch Schlange automatisch. Friedhof aufwerten, ja, wäre auch ganz gut. Das heißt, ja, wir müssen dem Esel zwangsweise wieder Karotten reinschieben, bis zum geht nicht mehr. Brennerwendel 5 Abendessen von höchster Qualität, das würde eine ganze Weile dauern. Fertige Wein von silberner Qualität für die Wache an. Ich glaube, das ist unser nächstes, was wir haben. Und morgen ist er da. Beziehungsweise, oh, gleich ist er da. Der Tag müsste dann umspringen. Dann können wir den Inquisitor den Wein nämlich geben. Habe ich den jetzt schon im Inventar eigentlich? Dreimal Wein. Wo habe ich... Oh Gott. Um Gottes Willen. Es ist wieder eine neue Aufnahmesession. Beide den Wein hingelagert. Hier. 10-mal Wein. Bingo. Dann kommen wir zumindest an der Stelle jetzt dementsprechend weiter. So, was brauchen wir denn alles noch? Ihr, die wollen nichts von mir. Rede mit dem Inquisitor über die Freilassung der Roma-Frau. Das kriegen wir mit dem Wein gelöst, glaube ich. Ja. Muss zurück nach Hause. Zu deiner Frau kommen. Das wird noch am schwierigsten werden, glaube ich. Okay. Wir schauen einmal ganz kurz bei unserem Friedhof, beziehungsweise... Ja, wir haben volle Energie. Wir können noch ein bisschen was abbauen. Leiche haben wir momentan... Oh. Ah, der Esel war da. Wir haben nur eine Leiche. 96%. Das ist sehr schön. Die würde ich dann versuchen, auf Friedhof zu packen. Bitte, dass die Qualität halbwegs... Naja, halbwegs in Ordnung. Ich kriege, glaube ich, auch zumindest alle roten Schädel raus, oder? Hier noch Fett raus. Wenn wir Glück haben, reicht. Bingo, Leiche nehmen. Eine super Leiche. Da werden wir dementsprechend jetzt eine ersetzen bei uns im Friedhof und holen uns wieder eine bessere Friedhofswertung. Und ich bin auch mal aufs nächste Gebet gespannt, wenn wir da jetzt nochmal einiges rein investieren. Ich würde auch gerne eine weitere Urnenhalle und so weiter bauen. Und vor allem auch, ja, die Leiche kommt in ein neues Grab. Wir lassen die alten Gräber erstmal so. Ich habe keins, was irgendwie extrem Minus gibt. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier die Leiche rein versenken wollen. So. Hier, rein mit dir. Haben wir noch einen Grabstein irgendwo übrig? Nein. Haben wir noch eine Grabumrandung übrig? Ja, Grabumrandung immerhin. So, Grabsteine bräuchte ich auch nochmal ein paar bessere. So, 345. Wir brauchen aber 200. Also da ist noch eine ganze Menge, was wir brauchen. Kirchenbänke, Buch und so weiter. Ich glaube, wir müssten uns mal Steine in Urnenhalle, Beet, Rasen, hölzerne Gebetsbank wäre, glaube ich, ganz angebracht. Ein Buch bräuchte ich dafür. Okay, das wird, glaube ich, nicht easy. Wir machen uns jetzt erstmal einen Grabstein. Und dann geht's auf zum Inquisitor. Dass wir das endlich mal abschließen. Er müsste jetzt dann bald auftauchen, aber den Grabstein kriegen wir noch vorher. Kriegen wir ohne Probleme noch hin, glaube ich. So. Schauen wir mal. Grabstein, wie sieht's aus? Wir bräuchten einen sehr guten am besten. Steinkreuz. Steinkreuz Stufe 2, plus 4. Ja, gerne. Bingo. Wieder auch, oh, drei blaue Punkte auch wieder dazu gekriegt. Sehr schön. So, hier hätten wir noch Metall, was wir noch verarbeiten können, beziehungsweise wir sollten hier einige schmelzen können, oder? Bingo. Eisenbahnen. Ah, hier können wir gleich 4 Stück schmelzen. Ah, 20 Stück kriegen wir aber hin. Sehr schön. Einmal bitte schmelzen das Ganze. So, wir laufen jetzt einmal in Richtung Inquisitor. Der braucht noch unten unser Zombie mit dem Gemüse, mit den Karotten. Da müsste ich auch dann mal einen zweiten und einen dritten anlegen. Aber es zieht sich ein bisschen das Spiel. Übrigens, ich werde dazu übergehen, von Graveyard Keeper eine Folge weniger pro Woche rauszuhauen. Er liegt letztendlich daran, ich habe Stardew Valley vor, boah, einem Monat oder so schon aufgenommen. Ich komme nicht dazu, es zu zeigen. Und ich mache lieber eine Folge Stardew Valley jetzt noch mit rein. Passt, glaube ich, insgesamt aber ganz gut. So, ist er denn? Da läuft er gerade. Sehr schön. Dann sind wir ja genau richtig. Können wir vielleicht noch hier irgendwie... Ja, komm hier. Wir nehmen noch ein Büschchen mit. Ein paar grüne Punkte nehme ich noch gerne mit. Bräuchte man sowieso wieder einige. Hallo, mein Freund. Hier ist der Wein. Nicht schlecht. Das ist bestimmt der beste Wein, den Sie je getrunken haben. Bald werden unsere Zellen voller Hexen sein. Sehr schön. Die Geschichte haben wir auch bekommen. Wie läuft das Geschäft?
sag mal, auch durch dass wir nochmal Ruf gekriegt haben, können wir jetzt auch, wie läuft das Geschäft machen. Woran denkst du, überlegst du dir, wie du mehr Leute hierher locken kannst? Einmal haben wir alte Schriftrollen verbrannt, voll mit nutzlosem Kram, Geometrie und so. Aber auf einer von ihnen stand etwas Interessantes, dass wir nämlich nur Brot und Spiele brauchen, um die Menschen glücklich zu machen. Das trifft natürlich nur auf die Heiden zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ohne die Kirche und ohne Gebet ein glückliches Leben führt. Das geht schon. Aber was könnte unterhaltsamer sein, als die böse Hexe brennen zu sehen? Nicht viel. Mir fällt gerade nichts ein. Richtig, aber ich hatte eine Idee. Wir brauchen Brot. Nicht unbedingt richtiges Brot, aber Snacks und Getränke. Na toll. Du bist doch Geschäftsmann. Wie wäre es, wenn du deinen Stand eröffnest? Der Profit gehört auch dir. Oh, das ist aber nett. Aber was sollen wir verkaufen? Na, Bier. Natürlich Bier. Passt immer gut zu Patriotismus. Und wenn man irgendwas verbrennt. Und irgendwas mit Fleisch. Fleisch ist eine Delikatesse in der Stadt. Ich habe gehört, du bekommst irgendwie ein günstiges Fleisch. Ja. Aber wen kümmert schon? Solche kleinen Details, wenn es darum geht, die Ketzer zu bekämpfen. Na gut, dann mache ich halt ein paar Burger. Exzellent, bau das Zelt und fülle es mit Bier und Burg. Burger. Genau, Burger. Ich verarbeite die Neuigkeit, sobald dein Zelt bereit ist und wir eine Hexe am Start haben. Bereiten wir alles vor. Sehr schön. Werde die Wache am Hexenhügel los, baue einen Imbissstand am Hexenhügel. Kann ich bitten, die Roma-Frau freizulassen? Ab 60 Majorität oder Beweis spielen. Okay. Nochmal 5, Nighthans. Toll. Jetzt fehlen mir 5. Ernsthaft? Ah, hier kann ich den Stand hinbauen, immerhin. So, mit euch kann ich echt nichts anfangen, oder? Auch wenn der Inquisitor da ist. Nee. Wahrscheinlich vor allem nicht, wenn der Inquisitor da ist. Okay, hier kann ich meinen Stand hinbauen. Wir brauchen... Oh, endlich brauchen wir Seile. Der Wahnsinn. 5-mal Hanfseile, 12-mal Planken, 20 Nägel. 5 Hanfseile, 15 Planken, 20 Nägeln. Hoffentlich kann ich mal das merken. Ich habe hier... Ich habe ein Notizbuch hier liegen, damit ich es mir aufschreibe. Bin jetzt aber... Ich habe keinen Stift da. Notizbuch liegt wirklich neben mir in greifbarer Nähe, aber kein Stift. Das ist schlecht. 5 Hanfseile, 15 Planken... Na komm, den nehmen wir gleich mal mit. Und 20 Nägel, die kriegen wir hin. Dann können wir den Stand bauen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, aber wir müssen dann auch noch, eigentlich müssen wir dann noch Burger herstellen und so weiter und so fort. Alter Schwede. Okay, wir sind aber wieder einen kleinen Schritt weitergekommen. Aber wirklich halt nur einen kleinen Schritt. Wir brauchen... Ja, komm hier, machen wir gleich mal 9. Sägen hier gleich ein bisschen Holz weg. Boah, das müsste aber reichen. Der hat schon gleich wieder Neues gebracht. Kollege. Oh, okay, wir haben noch sehr viele. 30. Oh, Seil habe ich auch schon fertig. Und 20 Nägel. Das ist ja wunderbar. So, was brauchen wir nicht? Die hier brauchen wir nicht. Die Nägel nehmen wir mal mit. Dann können wir es gleich bauen, das Ding. Ding, dass wir 5 Rufpunkte beim Inquisitor. Das wäre natürlich mega cool, wenn wir das jetzt gleich erledigen könnten. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir bräuchten ein bisschen mehr. Und ich hätte unglaublich gern... Ich hätte jetzt den Ruhe... Leuchtturm. Gutes Pferd zu Hause. Nee, okay. Hexenhügel kann ich mich nicht teleportieren. Schade. Hätte ich jetzt gemacht, ehrlich gesagt. So. Das klappt eigentlich ganz gut. Ist er noch da? Ja, ist noch da. Guck mal, ich baue meinen Stand schon auf. Ich bin voll fleißig, mein Freund. So, komm hier. Gottes Willen, das kostet auch viel Energie, das Ding aufzuzimmern. Alter! Oh, cool. Hey, krieg ich eine Belohnung? Schau dir das Zelt an. Ja, plus 10! Gut, die Leute werden es lieben. Und du machst vermutlich ein kleines Vermögen. Hoffen wir's. Ja, hehe. Weißt du, zuerst dachte ich, dass ich dir nicht vertrauen könnte, dass du irgendwie Probleme machst. Ich hatte dieses komische Gefühl, dass du nicht hier hingehörst. Aber jetzt scheinst du dich angepasst zu haben. Du tust, was man dir aufträgt. Na super. Und Profit ist dein oberstes Ziel. Ich glaube, für jemanden wie dich ist in unserer Zukunft immer Platz.
In der Welt, die wir in der Stadt erschaffen haben, die Welt des reinen Glaubens. Ha, eines Tages. Das Publikum versammelt sich, du tust deinen Teil und ich werde meine Aufgabe erfüllen. Plus 10, juhu! Ich kann dir meine Loyalität und... Wie kann ich meine Loyalität und Beispiel? Ich kann dir bestimmt irgendwie beweisen, dass ich vertrauenswürdig genug bin, um auf dem Hexenhügel aufzupassen. Fürwahr, vielleicht werde ich dich eines Tages als Inquisitorin Wärter unter meine Obhut nehmen. In der Zwischenzeit erwarte ich meinen Bericht. Erwarte ich deine Berichte. Okay. Jemand freizulassen ist nicht mit meinen Grundsätzen vereinbar. Aber dieses eine Mal mache ich eine Ausnahme. Ihr Freunde machen draußen einfach zu viel Lärm. Boah, wir haben alles erledigt. Inquisitor 75 und wir haben alles erledigt. Und das in einem einzigen Tag. Gott, das ist eine produktive Folge. So, 10. Ach du Scheiße. Ja, natürlich in goldener Qualität. Was auch sonst? Bier und Burger in goldener Qualität. Kann ich einen Zombie eigentlich irgendwie... Ich würde gerne einen Zombie in die Küche stellen, ehrlich gesagt. Der das für mich macht. So, den Roma-Baron, der hat die freigelassen, hoffe ich. Dann können wir jetzt als nächstes mit dem hier reden. Der ist, glaube ich, immer da, oder? Er müsste immer da sein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der ist schon wieder... Ich finde es ein bisschen nervig, dass sich die immer verschieben, die Leute. Wo ist er denn? Ist er gar nicht. Ist er weg? Da ist er doch. Blauer Kerl mit einem Goldzahn. Ich glaube, ich muss aber trotzdem nochmal mit ihm reden. Auch wenn jetzt die Quest hier unten weg ist. Beziehungsweise finde heraus, was dem Roma-Baron über Esmeralda und ihr Kind weiß. Ja, eigentlich ist die Aufgabe noch nicht erfüllt, weil sonst müsste ich zum... Das machen wir gleich mal, würde ich sagen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Benutzen zu Hause totes Pferd, Leuchtturm... Ja, Leuchtturm ist, glaube ich, das Nächste. Wir gehen jetzt einmal zum Roma-Baron. Wenn der... es ist halt Nacht. Ich weiß, der wird nachts auch nicht da sein. Ach, Kacke. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig da hoch. Weil morgen wäre schon der Astronom... Astrologe wieder da. Dass wir dem dementsprechend die gute Nachricht übergeben können. Dass wir jetzt die Esmeralda freigelassen haben. Boah, was machen wir dann über Nacht? Angeln oder sowas? Darf ich das noch rechtzeitig? Da ist er. Ah, schnell. Bevor er abhaut. Deine Frau ist frei. Ich glaube, mit dem Inquisitor geredet. Ich habe mit dem Inquisitor geredet. Deine Freundin ist frei. Ich hatte also recht. Es ist wirklich dein. Er ist wirklich dein Freund. Also musst du hier ziemlich wichtig sein. Also erzähl mir von Esmeralda. Wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie haben sie vor vielen Jahren auf dem Schiff der Toten, auf den Schiff des Todes gebracht. Aber sie hatte doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Einst war sie mir ein Segen, doch nun verspüre ich nur Schande. Also ist sie am Leben? Ja, sie lebt, aber sie hat ihre eigenen Leute verraten. Sogar die Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft, ihr Erbschaft mit Füßen getreten und wofür? Das ist hundertprozentig hier Miss Anmut. Für ihre Begierde, für ihre Dreistigkeit. In der Stadt kennt man sie als Frau Anmut, sag ich doch. Wir haben ihre wahren Namen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. Okay. Gut, dann haben wir das auch noch. Alter, das ist eine sehr, das ist eine mega produktive Folge heute. So, morgen ist dann gleich der Astrologe da, dann können wir denen auch gleich dementsprechend die Nachricht übergeben. Jetzt wissen wir es ja. Bin heraus, was mit Roma über Esmeralda und ihr Kind weiß. Das ist Frau Anmut, das Kind. Ich glaube, damit haben wir die Information, die der haben möchte von uns. Können wir irgendwie großartig jetzt angeln? Ich glaube nicht, oder? Ich würde es gerne mal mit einer Motte oder sowas probieren. Das. Okay. Ah. Okay. Boah. Boah, ich würde ungern eigentlich was wegschmeißen davon. Ja, nicht die Blumen. Blumen zerstören, ja, ich hätte gerne die Motte. Dann probieren wir mal angeln, weil wir haben jetzt das Problem, jetzt ist gerade Nacht. Ich würde mich ungern von ihr fortbewegen, weil wir gerade eben, ja, jetzt hier gerade beim Leuchtturm sind. Geht doch. Kann ich mit Köder irgendwas jetzt hier angeln? Nee. Na toll, mit der Motte kann ich ja echt gar nichts angeln. Ich glaube, das hat das letzte Mal schon probiert und das hat auch nicht funktioniert. So eine Scheiße.
Dann müssen wir jetzt warten, bis Tag ist. Und wir müssen auch rausfinden, wie man Bier braut. Und zwar hier unten ist so eine Presse. Ich glaube, die ist hilfreich. Oder das wäre für Wein, glaube ich. Können wir irgendwie... War noch hier jetzt nur ein Bäumchen. Hier, das Ding hier. Das bräuchte ich aber, glaube ich, selbst. Und jetzt? Äpfel ernten, Bäume. Haben wir noch irgendwas, was wir abbauen könnten, was sinnvoll wäre? Eigentlich nicht. Ja, ein grüner Punkt. Sehr schön, aber... Das Holz, das nehmen wir später dann mit. Kann ich hier eigentlich irgendwas anfangen? Nee, ich glaube nicht. Das ist alles so Dekokram. Hier stehen übrigens 4 Angeln und ich kann kein einziges davon benutzen. Schade. Okay. Ach, scheiße, wenn ich im Inventar... Das ist natürlich auch kacke. Wenn ich nämlich jetzt hier im Inventar bin, hält die Zeit automatisch an. Das war gerade ganz hilfreich, weil die Zeit auch anscheinend anhält, wenn ich mit den Leuten rede. Deswegen konnte ich gerade noch alle Quests erledigen. Es ist aber sinnfrei. Ich würde mir jetzt gerne nämlich mein Inventar anschauen und die Zeit weiterlaufen lassen. Bis der Astrologe wieder rauskommt, ist leider nicht möglich. Können wir hier irgendwie noch Stein abbauen? Oh, nee, ich muss dringend das Zeug loswerden, was ich alles einstecken habe. Ah, aber das hier... Pflanzen. Okay, leeres Beet. Nö, hier muss ich nichts anbauen. Ich würde gerne was von dem Zeug mitnehmen. So, das Problem ist halt, das dauert jetzt echt noch... Da ist er schon. Ja, er kommt nachts raus. So, was hat er denn überhaupt zur Hand? Achso, bei ihm können wir Punkte kaufen. Und ich glaube Bücher, oder? Nee, oder? Kapitel. Buch, 25. Gebundenes Buch. Nee. Hier, Taschenbuch. Gebundenes Buch. Ich glaube aber, Taschenbuch habe ich gebraucht für die Kirchenmenge, oder? Kann ich ihm irgendwie... Willst du was kaufen von mir? Nee, natürlich nicht. War ja klar. Was können wir denn zerstören, was wir nicht unbedingt brauchen? Bestandsurkunde, die könnte ich verkaufen. Motte. Ich würde gern mir Bücher bei ihm mitnehmen. Und zwar, ich würde erstmal Taschenbuch mitnehmen. Und zwar mal 2. Boah, der hat 1 Gold, der Typ. So, wegen Esmeraldas Kind. Esmeralda hat eine Tochter. Meine Tochter, wo ist sie jetzt? Esmeralda starb vor vielen Jahren, aber ihre Tochter geht es gut. Vielleicht hast du schon einmal von ihr gehört. Ihr Name ist Frau Anmut. Da-da-da. Unglaublich, sie ist sehr talentiert. Ich habe sie einmal auftreten gesehen. Oh, jetzt weint er. Oh, ich fürchte, sie wird mich niemals akzeptieren. Ich habe ihre Mutter verlassen, bevor sie geboren wurde. Aber ich wusste nichts von ihr. Ich wusste, dass ich Esmeralda das Herz brechen würde, aber es war zum Wohle der Wissenschaft. Was für ein Narr ich doch bin. Junger Mann, du hast meine du musst meine Vorhaut sein. Rede mit ihr. Finde heraus, ob ich nach eine Chance habe. Ich hätte gerade Vorhaut gelesen, Alter Schwede. Finde heraus, was für Frauen mit ihr Vater weiß. Versprichst du mir dann, mir zu sagen, wo ich den perfekten Zaun finde? Absolut, das wäre der glücklichste Tag meines Lebens. Uns fehlt immer noch bei ihm. Das hat uns jetzt nicht vorwärts gebracht bei ihm. Und hier liegt eine Geschichte, die würde ich gerne mitnehmen von mir. Oh, eine goldene, silberne und eine normale. Oh, das mir jetzt immer noch... Oh, finde heraus, was Frau Anmut... Was Frau Anmut über ihren Vater weiß. Okay, Frau Anmut ist nur an dem Tag da. Jetzt ist aber dann erst Kirchentag. Kann ich mich eigentlich, wenn ich das Holz in der Hand habe, teleportieren? Zu Hause. Ah, cool, das geht. Nice. Das ist echt cool. So, Honig. Haben wir noch irgendwas, was hier rein muss? Nee. So, dann haben wir hier die Barren. Ich muss mein Inventar jetzt erstmal ein bisschen leerer kriegen wieder. Hier, man sieht dann, dass hier auch im Inventar selbst das Spiel dann anhält. So, das hier rein, Blutfett hat hier drin nichts verloren. Die Seile können hier noch rein. Die Bücher behalten wir jetzt mal.
So, Metall. Wollen auch rote Pünktchen. Die nehmen wir auch gerne mit. So, Metall rein. Dann haben wir die Geschichten. Einmal runter zum Friedhof. Das Holz, das Kreuz auf jeden Fall noch anbringen. Und ja, dann war es das allerdings. Lass mich doch da durch. Dann war es das wieder für die Folge. Wir müssen im Esel auch wieder Karotten hinlegen. Die nächsten Leichen für den Friedhof, damit wir ja auf 200 kommen. Aber wir sind auf einem guten Weg, 145. Das ist schon mal nicht schlecht. Gleich nochmal ein bisschen mehr. So, Kreuz drauf. Ja, reicht mal wieder nicht. So, 6. Boah, 6er Grab. 148. Wenn wir mehr solche Gräber haben, passt's. Buch. Nee, wir brauchen tatsächlich Buch. Würde ich gerne herstellen. Und hier drin ist auch noch ein bisschen schwieriger, das Ding hier auszubauen. Aber da kriegen wir, glaube ich, alles, das kriegen wir alles gebacken. So, Geschichte, Geschichte. Buch. Kann ich hier, hier kann ich das Buch herstellen, oder? Buch. Ah, Bingo. Qualität ist aber egal, oder? Qualität ist, glaube ich, egal. Cool, dass das Buch komplett anders da aussieht. Ein oder zwei Bücher? Dann gucken wir mal schnell. Das gucken wir noch nach. Ich glaube, was waren es zwei Bücher? Ich glaube, zwei Bücher, oder? Nee, Buch, Nägel und Balken. Sehr schön. Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Unbedingt ein Gefällt mir da lassen. Unbedingt abonnieren, falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Auch mal bei meinen anderen Projekten vorbeischauen. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut.